Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. 24 Stunden bevor das neue Event am Dienstag um 19 Uhr startet, gab es einen Apex Legends Devstream. In dem Stream, der ging knapp 27 Minuten, wurden viele Einzelheiten zum Event und dem Patch, der dazukommt, genannt. Das sind viele Änderungen, Bugfixes, Nerfs, also Nerf von Gibraltar, Blatton und Krypto werden gebufft, da gibt es ein paar Änderungen. Das Evo-Schild wird ein bisschen genauer erklärt, wie viel Schaden man pro Stufe machen muss. Der Rucksack, der wird extrem verändert. Das finde ich sehr, sehr interessant. Die verschiedenen Größen, wie man Granaten stapeln kann, Medikits und so weiter. Die Rucksackgrößen werden geändert. Am Muscle Flash wird ein bisschen was geändert. Das sind die interessantesten Fakten, die genannt wurden. Und es kommen noch einige Fakten morgen um 19 Uhr mit den Patch Notes dazu. Also werde ich Mittwoch nochmal eine große Zusammenfassung von allen Änderungen machen. Jetzt in dem Video möchte ich euch alles erzählen, was es an interessanten Sachen gibt, die morgen um 19 Uhr auf jeden Fall mit dem Patch schon live sind. Viel Spaß jetzt bei den Videos, lohnt sich bis zum Schluss dran zu bleiben und ich freue mich über jeden Daumen jetzt schon mal nach oben und vor allem, aber wenn ihr neu seid, wenn ihr nichts rund um Apex Legends und meinen morgigen Livestream, der circa 17, 18 Uhr startet, ins Event hinein. Viel Spaß jetzt mit den Infos. Ich fange zunächst mit dem Buff der beiden Legenden an. Und zwar fange ich mit dem Bloodhound an. Mega interessante Änderung. Der Scan wird jetzt geändert. Der Scan soll jetzt die dreifache Reichweite haben. Im Gegenzug dauert aber die Aktivierung, wenn ihr auf den Knopf quasi drückt, doppelt so lang. Sinn ist eigentlich dahinter, den Bloodhound etwas anders zu spielen. Die stellen sich eher vor, wir kennen das, wenn du jetzt Bloodhound zum Beispiel gespielt hast, hast du den wahrscheinlich in der Hektik eines Gunfights benutzt. Und die, also Respawn wünscht sich eher, dass du quasi am Rand einer neuen Zone stehst oder am Rand von Skulltown zum Beispiel. Du willst Skulltown pushen, weißt noch nicht so ganz, wo die Gegner sind. Und dass du am Rand von Skulltown zum Beispiel den Scan aktivierst, der ist jetzt so breitflächig, dass du die ersten Häuser schon scannen kannst und grob weißt, wo die Gegner sich befinden. Das ist zumindest der Sinn dahinter. Das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr geile Änderung. Dann kommen wir zum Krypto. Die Drohne. Wenn ihr die Drohne jetzt aktiviert, also Krypto soll jetzt spielfreundlicher gemacht werden, wenn du zum Beispiel gerade eine Waffe hast, die halb leer geschossen ist. Die haben von dem Primären gesprochen, haben aber nicht Weapons gesagt. Deswegen weiß ich nicht, ob das beide Waffen betrifft, die ihr mit habt, aber sie haben gesagt, dass die Primären bei der Aktivierung der Drohne nachgeladen werden. Das heißt, wenn du quasi eine Flatline zum Beispiel komplett runtergeballert hast oder fast komplett und ihr die Drohne aktiviert und wieder deaktiviert, ist diese Waffe wieder komplett aufgefüllt nachgeladen. Ob das beide Waffen betrifft, wie gesagt, konnte man nicht raushören. Dann haben wir endlich einen Gibby-Buff. Nerf. Und in dem Stream haben sich die Leute tatsächlich lustig gemacht. Die haben erst gesagt, der Gibby kriegt den nächsten Buff, der kriegt jetzt ein Hoverboard und einen Grappling Hook. Als kleinen Scherz fand ich mega cool. Der Gibby, das Schild, was er vor sich hält als Schutz, das hat 75 Lebenspunkte und wird jetzt um 25 Punkte reduziert. Das heißt, das Schild hat nur noch 50. Ist eine willkommene Änderung und jede Waffe sollte jetzt in der Lage sein, zwei Kugeln weniger zu brauchen, um dieses Schild runterzurotzen. Ist auf jeden Fall eine willkommene Änderung, vor allen Dingen Respawn weiß um die Beliebtheit von Gibby. Ich zeige euch zum Schluss, wie das Evo-Shield funktioniert in bewegten Bildern aus dem Devstream. Sehr, sehr interessant. Jetzt kommen wir zum Rucksack. Der wird enorm verändert. Der Standard-Rucksack hat ja 8 einzelne Plätze, der wird jetzt angehoben auf 10 Plätze und jeder weitere Rucksack, blau, lila, gold und so weiter, geht ja nur bis dahin, hat auch weitere 2 Plätze zur Verfügung. Aber, also erstmal vorab, der Sinn dahinter soll sein, dass ihr mehr verschiedene Aufsätze mit euch tragen könnt. Ich verstehe es zum Beispiel so, wenn ich jetzt mit einer Sniper unterwegs bin und einem Standard-Rotpunktvisier für den Nahkampf, schleppe ich im Inventar vielleicht noch ein Dreifach- oder Vierfach-Scope oder ein Achtfach-Scope und so weiter mit, habe das im Inventar und wenn ich situationsbedingt jetzt einfach auf einem Highground bin, kann ich dann das Visier einfach wechseln und habe mehr Plätze zur Verfügung. Aber, und jetzt kommt der Wahnsinn, was den Rucksack betrifft, die verschiedenen Größen, wie ihr etwas stapeln könnt, wurden reduziert und nicht erweitert, vor allem die Granaten. Und da wollen sie dem entgegenwirken, dass ihr nicht ständig die Häuser vollballert mit Granaten. Du kannst jetzt nur noch eine Granate pro Platz nehmen und nicht mehr 2. Früher waren es sogar, glaube ich, 3, wenn ich mich nicht irre. Und bei den Spritzen und den Schildzellen ist es genauso. Ihr könnt jetzt statt 6 nur noch 4 pro Platz tragen und Schild
Batterien und Medikits statt 3 nur noch 2. Finde ich auch mega interessant. Finde ich keine schlechte Änderung. Könnte ein bisschen Abwechslung ins Spiel bringen. Und vor allem lootet man vielleicht nicht mehr ganz so lange. Obwohl, ob man länger lootet, naja, das ist dahingestellt. Munitionsstapelgrößen wurden auch verändert. Schwere, leichte und Energiemunition werden von 80 auf 60 reduziert. Ist auch eine Änderung, die völlig okay ist. Finde ich jetzt nicht weiter schlimm. Dann kommen wir zum Muscle Flash. Ihr kennt das, für alle, die es nicht wissen, dieses Blitzen vorne an einer Waffe, gerade bei der R99 zum Beispiel, wenn ihr anvisiert, dann blitzt das immer so und ihr seht manchmal den Gegner nicht richtig, dem kann man eigentlich nur schwer entgegenwirken, es sei denn, du schießt aus der Hüfte. Das soll jetzt bearbeitet worden sein mit Start des Patches um 19 Uhr morgen zum Dienstag. Inwieweit und wie stark das Muscle Flash geändert wurde, wurde nicht gesagt. Auf jeden Fall heißt es, dass es geändert wurde oder dann wird. Wie gesagt, wie stark nur nicht. Dann kommen noch jede Menge Bugfixes und Bugfixes dazu und es sollen noch 4 größere Veränderungen laut dem Devstream dabei sein, die wir morgen in den Patch Notes lesen können. Die haben sie noch nicht verraten. Jetzt kommen wir zum Evo Shield. Da habe ich jetzt bewegte Bilder aus dem Livestream. Da wird euch gezeigt, wie viel Schaden man tatsächlich austeilen muss, um das Schild zu entwickeln. Viele haben die Befürchtung, dass dann viele nur noch mit einer Sniper unterwegs sind auf die Ferne. Das ist zwar machbar, ist aber in der Realität wahrscheinlich echt schwierig. Wir werden es gleich mal sehen. Ich zeige euch jetzt mal die bewegten Bilder aus dem Livestream. Moment. So, wir sind jetzt in dem Stream drin und ihr seht unten links, der Spieler hat jetzt quasi das Evo Shield. Wie auch in dem letzten Video entschuldige ich mich jetzt schon mal dafür, dass man hier ständig diese dämliche Schrift sieht. Ich kriege das jetzt einfach nicht anders gebacken, damit ich euch mit der Maus ja auch zeigen kann, wo an welcher Stelle ich bin. Ihr seht ja an der Maus, seht ihr einmal, dass er das Evo Shield hat und mit einer Stufe. Und hier seht ihr auch, wie viel Schaden ihr für die nächste Evolutionsstufe austeilen müsst. Sprich, für die erste Stufe. Ich nenne jetzt die weiße Stufe hier nicht erste Stufe, das macht keinen Sinn. Für die erste Stufe müsst ihr einmal 100 Schaden austeilen. Jetzt stehen hier auf dem Berg ganz, ganz viele Gegner und ihr habt es schon gesehen, es ist jetzt auf 300 gesprungen. Die zweite Stufe ist quasi erreicht, wir haben jetzt die blaue Stufe, müssen natürlich eine Schildzelle aktivieren, damit wir voll geladen sind. Und auch in diesem Stream wurde betont, dass das jetzt 2 Wochen lang eine Testphase ist, um zu sehen, ob das Body Shield eine Zukunft hat für das gesamtes Spiel sozusagen. Ihr seht jetzt hier auf jeden Fall, dass es auf 300 angestiegen ist und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass nicht jeder das Evo Shield unbedingt mitnehmen wird. Denn für die letzte, also für die nächste Stufe, quasi lila Körperschild, müssen wir jetzt schon. Boah, der braucht aber auch ewig jetzt, ihr habt es gesehen, also die 300 Schaden sind ausgeteilt, die müsst ihr auch erstmal austeilen auf die Range und jetzt brauchen wir, ich spule nochmal ein Stück zurück, Moment, das war zu weit, Pupp, jetzt steht hier 484, ihr braucht quasi für Stufe Rot, quasi für die finale Stufe, braucht ihr nochmal 500 Schaden, das heißt zusammengerechnet müsst ihr 900 Schaden austeilen, um das voll zu leveln und deswegen bin ich auch der Meinung in meiner Umfrage im vorletzten Video, ob ihr eher das lila Body Shield oder von mir aus auch das goldene oder ein Evo Shield mitnehmen würdet. Ich denke eher, dass die meisten dazu tendieren, dann das lila Körperschild mitzunehmen, statt das Evo Shield, weil wie oft passiert es, dass du die 900 Schaden nicht mal erreichst? Das finde ich schon echt heftig. So, wir warten jetzt hier einfach mal noch ab, bis er Stufe Rot erreicht hat. Es wäre übrigens geil, wenn es so einen Trainingsmodus auch für uns gäbe, dass man einfach eine Runde startet und mal ein bisschen die Umgebung erkunden kann. Einfach mal ein paar Kniffe. Meine Fresse, das dauert aber echt lange hier. Zack, zack, zack. Noch 80, 30. Zack. Und jetzt ist Stufe Rot erreicht. Ihr seht, mit einer Triple Take ist das schon eine ordentliche Herausforderung. Ich denke nicht, dass das Evo Shield vielleicht bei jedem so gut ankommen wird. Bevor ich es vergesse zu erwähnen, das habe ich mir völlig vergessen, relativ weit am Ende des Streams wurden noch ein paar neue Merchandise-Artikel vorgestellt. Und zwar sind das Minifiguren, die es jetzt auch zu kaufen gibt. Dazu aber detaillierter dann am Mittwoch gehe ich mal von aus. Ich lasse jetzt mal die letzten Sekunden hier, die hier interessant wären, aus dem Stream noch laufen, damit ihr mal seht, was da grob auf euch zukommen könnte. Das packe ich aber wirklich nur in den Mittwochs oder in das Mittwochs-Update, wenn da jetzt noch mehr Figuren vielleicht gezeigt werden als diese. Die Figuren sehen auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Vor allen Dingen der Bloodhound.
und der Pathfinder, der jetzt gleich noch kommt. Die sind auf jeden Fall echt stylisch und ich glaube um die $30, wenn ich es richtig rausgehört habe. Ihr seht auch hier die Internetadresse, da könnt ihr das kaufen. Ist eine feine Sache, natürlich kein Muss. Ich könnte mir aber vorstellen, die ein oder andere Figur wird bestimmt irgendwann mal noch hier im Hintergrund bei mir Platz finden. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das interessieren könnte oder eher nicht. Ich glaube, jetzt kommt noch ein Pathfinder und dann war es das, glaube ich. Da ist er. Ist natürlich für mich als Pathfinder Main ein Must-Have, irgendwann da mal irgendwie mir so eine Figur zu bestellen. Das soll es auf jeden Fall jetzt schon wieder gewesen sein. Wie gesagt, am Mittwoch, sobald das Event dann schon nicht ganz 24 Stunden aktiv ist, gibt es die Patch Notes. Da werde ich alle Patch Notes inklusive dem nochmal kompakt zusammenfassen. Sicherlich wird das Video dann ein bisschen länger. Das soll es jetzt schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen informieren. Falls ja, lasst dem Video wie immer einen Daumen nach oben da. Unten aber, wenn ihr neu seid, wenn ihr nichts rund um Apex Legends Livestreams. Ich streame übrigens in das Event hinein. Ich denke mal, ab 17, 18 Uhr werde ich am Dienstag live sein. Und wenn ihr weitere Infovideos nicht verpassen wollt oder Tipps und Tricks, seid ihr bei mir richtig. Abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend oder einen schönen Dienstag, wenn ihr es morgen früh oder am Tag seht. Und einen schönen Start vor allem in das neue Event. Viel Spaß, haut rein, ciao.